So, David, das ist unser Baustell da, der neue Wildgarten. Wir bauen da 150 Wohnungen. Der Großteil sind Eigentumswohnungen und da bauen wir jetzt deine Prima-Produkte ein. Und ich habe gesagt, schauen wir mal eine Runde auf der Baustelle. Wir haben da sogar einen Weltrekord auf dieser Baustelle. Wir bauen das höchste Ziegelhaus mit 7 Stockwerken. Wirklich? Okay. Genau. Was für Produkte im Allgemeinen werden jetzt dann da eingesetzt für uns? Also das meiste ist natürlich die Thermodose. Ja. Die verbauen wir da palettenweise. Ja. Die EDV-Dosen vereinzelt, dort wo wir Kabel fachgerecht verstauen müssen. Okay. Und natürlich die ganzen Zusatzprodukte, also die Bohrschablonen, den Schnellläufer, die Maschine super zum Vorbohren. Ja. Weißt du circa in etwa, wie viele Dosen da in dem Bauvorhaben dann verbaut werden in dem Fall? Sicher einige Tausende. Ja, also super. Okay. Wie war das für dich, deine Monteure oder deinen Obermonteur von unserem Produkt zu überzeugen? War das jetzt schwierig, anstrengend, weil es ja doch ein bisschen andere Arbeitsweise ist? Also ehrlich gesagt gar nicht. Du warst ja selber ein paar Mal auf der Baustelle, ja, hast mit denen geredet, hast denen das Produkt präsentiert, sehr gut angenommen worden. Alles geht so schnell, alles geht leichter und sauber alles. Das ist zufrieden, ich finde es sehr gut. Also der Riesenvorteil ist gegen die ursprüngliche Montage, dass wir weniger Material bringen müssen. Wir können die Drähte schon einziehen und alles vorbereiten zum Verputzen. Es ist schneller zu verwenden, also fixieren durch Schaum ist ziemlich schnell. Ursprünglich haben wir das mit Fixzement montiert und das dauert länger. Na, dann würde ich sagen, schauen wir es sich an in der Praxis, oder? Schauen wir es sich das an. Wir haben das Thema gehabt bei den Elektrodosen. Wie bereiten wir diese vor? Jetzt haben wir die Maschine von euch mit dem Diamantaufsatz. Da bohren wir vor. Der Monteur auf der Baustelle kann die Dosen sehr schön vorsetzen mit der Bohrschablone. Er macht sie nicht dreckig oder nicht so dreckig. Ja. Und das Endergebnis schaut auch viel sauberer und professioneller aus. Durch die SCS-Verbindungstechnik kann der Monteur die Thermodosen schnell und einfach im Normabstand miteinander verbinden. Wir haben da diesen Distanzhalter, das heißt, der Monteur auf der Baustelle tut sich einfach leichter, weil er setzt die Dose, hat die Distanz vom Putz vorgegeben, kann sie noch nicht verduren, wir brauchen keinen extra Putzrahmen und steckt eigentlich die Dosen nur mehr ein, schäumt es ein und ist fertig. Er braucht keinen Gips mehr, er braucht kein Wasser mehr auf der Baustelle. Der größte Vorteil ist natürlich die Zeitersparnis, ja, dann diese Dichtheit von den Dosen, die Luftdichtheit, ja, eure ganzen Zertifizierungen, den Schallschutz, das ist ein wesentlicher Faktor beim Ziegel. Sie schauen super aus, blau-orange, also ist ja klar, ein Eyecatcher auf der Baustelle. Jeder stimmt, weiß, dass wir eure Produkte verbauen. Wie bist du generell zufrieden mit der Firma Prima, die Zusammenarbeit zwischen uns? Also wir kennen uns ja schon 3 Jahre jetzt mittlerweile. Es hat immer sehr gut gepasst, waren viel lustige Sachen dabei, viel interessante Projekte. Die Zusammenarbeit mit den Vorarbeitern funktioniert sehr gut, würde ich behaupten, und macht dann Spaß.